Wir sind eindeutig in der Pfalz, Fachwerkhäuser, ein kleiner Ort, Otterberg. Und hier ist Fischer Optik zu Hause und eine ganz große Serie über zufriedene Kunden von Fischer Optik und warum ein Augenoptiker in diesem kleinen Ort Kunden hat aus ganz Deutschland. Das werden wir jetzt mal beleuchten. Ja, sehen wie ein Luchs. Ich zeige es mal gerade. Das Ganze geht nämlich um das Thema Sehen und Brille ist nicht gleich Brille. Und der Herbert, Augenoptikermeister, staatlich geprüfter, der hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Leute wirklich unglaublich gut sehen können. Und wir haben ein paar Kunden eingeladen, die mittlerweile schon fast alle per Du sind. Das ist hier ein Phänomen. Das heißt, man lernt sich kennen und ist sofort per Du. Wer bist du? Ich bin der Danny. Aus? Otterberg. Aus Otterberg. Das heißt, hier direkt ums Eck? Ja, so ziemlich ums Eck, ja. Okay. Ja. Gutes Sehen, warum ist das so wichtig für dich? Ja gut, das ist in meinem täglichen Geschäft, im täglichen Arbeitsleben irgendwo unabdingbar. Ich arbeite mit sehr kleinen Dingen und mit Hörgeräten und wenn ich da nichts mehr sehe, habe ich ein Problem. Kann ich meinen Beruf nicht mehr ausüben. Das Alter hat zugeschlagen bei dir, so ein kleines bisschen? Ja Gott, das hinterlässt seine Spuren, ne? Das ist leider so. Gerade auch beim Lesen schon, geht schon los. Ja, es wird nicht besser. So, jetzt kam ja die Fachberatung. Das heißt, du bist dann irgendwann mal zugegangen, hast gesagt, naja, wenn ich das Auto fahre, ich kann die Schilder nicht mehr so 1000%ig lesen. Oder wie fing es an? Ja, es ging eigentlich mit den kleinen Dingen auch los mittlerweile. Autofahren natürlich, beim Motorradfahren war es schwierig, die Straßenschilder zu lesen. Auch so im Alltag, beim Fernsehgucken, egal wo. Man hat immer gesehen, das ist nicht ganz klar. Hat man einen HD-Fernsehen zu Hause und kriegt das gar nicht so richtig umgesetzt. Hätte es auch im Prinzip der Alte getan, ja. Hätte der Alte auch getan, genau. Okay. Ja, jetzt war das bei ihm ein ganz schöner Fall. Du konntest hier Hightech mal wieder anwenden. Ja, das heißt eine Brille, die so ganz dezent was macht. Ja, das ist ein Geheimtipp von mir. Wenn die Leute in die Alterssichtigkeit so langsam hineinrutschen, das kommt ja schleichend, dann bauen wir denn eine Fernbrille. Hat er schön beschrieben, dass er mit der Brille einfach in der Nähe und in der Ferne gut sieht. Aber wir bauen einen kleinen Trick ein. Das heißt, wir machen eine ganz zarte Gleitsichtsfläche und dann hat er einen Fuß in der Tür, dass wenn die richtige Gleitsichtbrille kommt, dass er dann da diese Umstellungsbeschwerde nicht hat und er hat einfach jetzt nur Vorteile von der Geschichte. Die ist jetzt schon wie lang im Einsatz, die Brille, bei dir? Oh, die Brille habe ich jetzt seit ein paar Monaten. Anfang des Jahres war das ungefähr. Ne? Aber und es war gut direkt danach? Ja, macht sich sehr gut. Es hat ein paar Tage gedauert natürlich, bis man sich daran gewöhnt hat. Auch so ein bisschen mit der Handhabung. Die vorher war halt von der Form auch anders. Aber war dann kein Problem. Ich schlafe nicht mehr ein beim Lesen. Das ist schon mal ein bisschen vor. Okay, ja. Das war vorher unglaublich ermüdend, das Lesen? Das war ziemlich ermüdend, ja. War immer anstrengend und das habe ich halt nicht mehr. Ne? Okay. Ja. Darf ich mal fragen, ungefähr wie alt du bist? Du musst, da darfst du natürlich auch lügen. Ich bin über 40, ja. Über 40, okay. Das heißt, das Zuschlagen, die normale Gleitsichtbrille, die wird früher oder später bei ihm kommen, oder? Ja, statistisch mit 43. Also da 42, 43, 44, je nachdem, wie genau einer hinguckt, ist schon wichtig, dass man da abholt, dann, dass man ihm was ein bisschen unter die Arme greift. So, jetzt seid ihr ja im Prinzip fast Nachbarn, ja. Das heißt, aber da jetzt zufälligerweise jemand zu haben, der so gut ist wie du, wahrscheinlich bei deinen Kunden mit den Hörgeräten bist, ja, ist das nicht ein Glücksfall? Ja, natürlich bin ich da. Dass man es nicht so weit hat, ist natürlich praktisch, ne? Aber ich muss ehrlich sagen, ich war zwischendrin auch mal unterwegs und habe mal ein bisschen über den Tellerrand geguckt und bin doch wieder hier gelandet. Ne? Das ist halt auch so ein Thema. Weil ich doch viel unterwegs bin in Deutschland. Achso, die Zeit hat dann gefehlt. Zeit hat gefehlt, war was kaputt und so weiter, und wie das so ist. Und aber das kam dann nicht zu dem Ergebnis. Ne? Das muss man halt auch sagen. Das ist schon ganz spannend gewesen. Jetzt ist es ja bei euch so, dass die Einstellung eines Hörgerätes, ja, das Wichtigste ist am ganzen Hörgerät. Das Hörgerät, das kann noch so toll sein. Wenn, ich sag mal, da die Kurve, die Anpassung nicht toll ist, dann, das ist ja wie bei der Brille, oder?
Das ist ähnlich wie bei der Brille, richtig. Ja. Okay. Es muss ähnlich präzise gearbeitet werden. Wir haben halt andere Messwerkzeuge, andere Vorgehensweisen, ganz klar. Aber wenn das Hörgerät nicht passt, und dann wird der Kunde das Gerät selten tragen. Das ist ja hier im Prinzip, glaube ich, nicht anders. Ja, und als er jetzt zu dir kam, wie war die Zeit ungefähr, die du gebraucht hast, um ihn jetzt zufrieden zu machen? Also bist du mit allem drum und dran, Glasauswahl, Beratung und so weiter? Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, das ist schon ein paar Monate her. Doch, doch, doch. Ich habe lebhafte Erinnerungen. Der Danny ist ein Techniker, ist ein sehr direkter Mensch und da war das alles relativ problemlos. Er weiß genau, was er will und gibt auch entsprechend präzise Angabe und dann waren wir eigentlich schnell beim Motorradfahren, bei sonstigen anderen Themen. Die Zeit ungefähr, wie lange hat es gedauert? Jetzt so von der Messung her, die er gemacht hat, bis zu den Gläsern, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde waren wir ungefähr schon dabei. Wir haben natürlich auch viel über anderes geredet, aber eine halbe, dreiviertel Stunde würde ich schon schätzen, ungefähr war das. Super, und das Ergebnis ist gut? Die Brille? Ja, super, ich trage die jeden Tag, ich bin im Schlaf mit ein und habe die immer auf. Ne? Meine Lebensgefährtin war ja auch hier und die hat sich jetzt mittlerweile auch gut dran gewöhnt und die konnte sich eigentlich kaum an der Brille gewöhnen. Ne? Die sieht man jetzt auch nur noch mit Brille. Du hast eben kurz erzählt, du warst mal zwischendurch mal kein Kunde hier, ja? Und hast dann auch eine Brille bekommen, nehme ich an, oder? Ja, was war denn da der wesentliche Unterschied bei der? Ich sag mal, wenn man das mal mit dem Fernsehen vergleicht, die Auflösung, die Klarheit, das klare Bild und das leichte Tragen. Ja, es war immer irgendwo, dass man merkte, man muss irgendwie schaffen oder sich komisch bewegen. Dann hat irgendwie nicht gepasst. Ah, ich verstehe. Das heißt, wenn man jetzt irgendwas links oder rechts hat, was man jetzt nicht so gut sehen kann, das war bei der anderen... Ich habe so ein bisschen unterschiedliche Augen. Das ist nicht ganz so einfach. Ne? Und da kam nicht jeder mit so zurecht anscheinend. Ja, also es war wesentlich. Das heißt, du sagst, das Auflösungsvermögen, man sieht viel schärfer. Kann man das sagen? So ungefähr, ja. Ist das so ein Effekt, den die Leute bei dir erleben, wenn die eine neue Brille kriegen? Die sehen schärfer, besser? Ja, HD. HD? Okay, klasse. Wo findet man dich denn? In Otterberg bei Kaiserslautern, in der Hauptstraße. Genau, eigentlich ganz unscheinbar. Du siehst aus wie jeder vollkommen normale Augenoptiker, der in so einem kleinen Ort ist, oder? Das ist ja oft so, dass man es den Leuten nicht ansieht. Ne? Okay, vielen, vielen Dank. Ja, das Einfachste ist, wenn hier jemand vorhat, Kunde zu werden, er sollte am besten einen Termin vereinbaren, oder? Ja, das wäre am einfachsten. Dann können wir das schön einplanen, nehmen wir uns die Zeit, die wir brauchen, und dann läuft es. Fischer Optik aus Otterberg. Wenn Sie das in Google eingeben, dann kommen Sie direkt auf die Webseite. Und gegenüber ist der Kollege, der auch Hörgeräte. Nee, ich frage mal ganz kurz, ihr seid wo? Ja, ich habe mittlerweile mein Geschäft abgegeben. Also ich mache jetzt nur noch Schule. Okay. Wir bilden also Akustiker aus. Ah, im Prinzip das Fachwissen, was du hast für die Anpassung, genau. Das ist bei dir weitergegeben. Aber du warst mal gegenüber. Ich war mal gegenüber, genau. Okay, ja. Ich habe mittlerweile eine Kette übernommen und ich mache jetzt hier eine Schule, Fachschule für Hörgeräteakustik. Okay. Und unter anderem verschiedene Unternehmungen noch. Super, da haben wir das auch nochmal gerade gerückt. Vielen Dank, ihr beiden. Ein zufriedener Kunde, ein Mann ausnahmsweise mal. Wir hatten ganz viele Frauen mit einer Gleitsichtbrille, der es beruflich braucht, bei Fischer Optik in Otterberg. Vielen Dank.